Hallo, heute haben wir zu Gast in seiner eigenen Ausstellung IF den Berliner Künstler Philip Grözinger. Und wir haben die schöne Möglichkeit, ihm Fragen zu den einzelnen Arbeiten zu beantworten. Er steht hier vor einer Bildgruppe, die sich Los Angeles Gruppe nennt. Und ja, Philip, vielleicht kannst du uns sagen, wie diese Gruppe entstanden ist. Die ist entstanden, weil ich in meiner Werkgruppe oder in letzter Zeit mich sehr viel mit alten Science-Fiction-Filmen beschäftigt habe. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wie denn überhaupt der europäische Blick auf Hollywood ist. Und das hat mich interessiert, weil ich habe dann durch die Pandemie habe ich meinen Kindern immer einen Pet Sounds von den Beach Boys vorgespielt. Und das ist mir auch aufgefallen, dass es da so Verbindungen gibt nach L.A. natürlich. Und dann habe ich einfach mal angefangen, so eine Serie zu starten, von der ihr hier Bilder seht. Ganz links sehen wir einen Cowboy. Da zitiere ich den Film Mulholland Drive von David Lynch, der mich immer sehr auch fasziniert hat, weil der ja auch dieses Hollywood-Thema aufgreift. Und ich habe das jetzt einfach für mich genommen und es natürlich auch weiter. Es geht auch natürlich um, in dem Fall, bei der kleinen Figur um Frau Erbel und wie verändert das nochmal die Gesellschaft und wie ist überhaupt, was ist überhaupt ihre Identität und wie kann man die verändern. Und das gibt es ja viele interessante neue Bücher überhaupt und Filme, was Identität überhaupt bedeutet. Das habe ich versucht aufzugreifen, um da eine Bild zu verarbeiten. Genau, der nächste ist ein klassische, für mich klassische Surfer-Harmon, also fast schon harmonisches Bild für meine Verhältnisse. Und da geht es auch um das Licht, Licht und Meer. Und da geht es auch wirklich auch um Beach Boys und auch um die Tragik der Beach Boys. Hier finde ich auch, um das nochmal zu reflektieren. Und kannst du da noch einen Satz dazu sagen? Zu den Tragen der Beach Boys. Naja, die haben sich ja immer, das war ja eh sehr konstruiert, von letztendlich hat ja nur einer von den Beach Boys überhaupt, war ja, wir haben ja nur Surfen gesungen, einer konnte überhaupt nur surfen. Die wurden von ihrem Vater ganz schön gefehlt, das waren ja auch Cousins teilweise. Das waren Geschwister? Das waren teilweise Geschwister und Cousins. Und dann der eine hat sich ja dann umgebracht, der Surferboy, der andere ist in der Depression verfallen. Die haben sich, dann gab es ja auch noch, das ist irgendwie, war es dann halt natürlich nicht so happy, wie es immer dargestellt wurde. Und ich finde, das ist ja das, was ich meine. Wir haben ja diesen Glamour-Blick auf L.A. und aber ehrlich gesagt ist es natürlich wie überall auch ganz schlimm und schrecklich. Es gibt halt beide Seiten. Und diese weiße Figur ist einfach. Das Entsetzen per se, oder? Naja, das Entsetzen weiß ich nicht, das ist ja gar nicht so entsetzlich, aber es ist so, ist für mich manchmal so, diese Erkenntnis des Unsicheren auf dem Surfboard ist ja auch ein Symbol fürs Leben, dass man da trotzdem weitermacht, das ist so, darum geht es mehr. Mhm. Ja, ganz ja. Trotzdem. Ich verstehe. Das ist einfach ein schönes Wort. Das ist so viel trotzdem. Ja, es ist auch, wie Philip Grözingers Arbeit, stets eine sehr detailverliebte Arbeit. Ja, das stimmt. Aber von der vier finde ich das fast das Ruhigste. Also, ja, das stimmt, das ist das Reduzierteste. Also in seiner Wildheit. Ja. Naja, ja, ich sehe was, ich mag auch diese kleinen Figuren, die hier fast. Ja. Sich darum herumschlängeln und jetzt habe ich das Bild ja längere Zeit nicht mehr gesehen, dann fallen mir ja selber wieder ein paar Sachen auf. Man sieht ja auch ganz schön, wie du auch mit Sprühfarbe arbeitest, partiell. Ja. Und ansonsten eben mit Acryl und Öl hauptsächlich. Ja, hauptsächlich mit Öl. Ja. Acryl in dem Bild. Tatsächlich nehme ich Öl, Acryl da eher zum Untermalen. Aha. Und zum Rauswischen, weil genau, es gibt manchmal einen sehr schönen Ton nochmal im Hintergrund. Wir sehen hier auch die Detailliertheit, welche Farben aneinander gesetzt sind. Das fällt natürlich, wenn man jetzt den Blick auf die Oberfläche schweifen lässt,
sehr schön auf, aber im Großen und Ganzen geht es immer leider ein bisschen unter. Ja, aber so ist es mit Bildern. Es ist ja jetzt, man hat manchmal ein bisschen Ruhe. Genau, da muss man dann live vorbeikommen und sich die Arbeit in Ruhe anschauen. Ist ja auch schön. Das ist das Allerschönste sowieso. Dann sieht man auch mal die Opulenz der Farbe und nicht nur als Foto. Das stimmt, wie die Farbe auch auf der Arbeit sitzt, weil Philip Grözingers Arbeit ist tatsächlich seltenst flach. Dankmalbutter. Dankmalbutter, wie der neue Begriff, den ich gestern gelernt habe. Ja, Malmittel 5 heißt es auch. Das gibt es aber. So, jetzt stehen wir hier vor einem hochfreundlichen Hund, der einen sich wärmenden Scheit ins Feuer werfen möchte. Das Feuer freut sich schon. Der schreit nicht so ganz. Der scheint, naja, wer möchte schon ins Feuer geworfen werden. Wobei, also. Das ist eine Bestimmung. Das, genau, das ist eine interessante Antwort. Freu dich doch, das ist eine Bestimmung. Das sind, da könnte man wieder sagen, also da gibt es ja diesen Film auch von 1977, Logan's Run. Da dürfen die Leute ja nur, ich glaube, 25 werden oder 30 und kommen dann in so ein Karussell, das nennt sich Erneuerung. Und sollen sich dann freuen. Also die Lebensuhr schaltet von grün auf rot und dann werden die in so ein Karussell geschmissen und umgebracht. Okay. Und das geht so ein bisschen sehr dystopischer, merkwürdiger Film, der nicht so richtig erfolgreich war. Der war sehr teuer, aber nicht erfolgreich. Weil ich habe ihn, glaube ich, mal zufällig gesehen. Also ich hätte mich an den Titel nicht erinnert, aber der Inhalt kommt mir sehr bekannt vor. Das ist mit Michael York. Und der kam gleichzeitig raus mit Star Wars. Deswegen war der nicht ganz so erfolgreich. Aber hier geht es mir auch nicht. Das konnte natürlich keiner ahnen, dass da was wird. Also tatsächlich finde ich Logan's Run den interessanteren Film vom Ansatz, weil Star Wars ist ja eigentlich nur ein Western. Da sind wir wieder bei den Cowboys. Ist auch ein interessanter Western, oder sagen wir, die Mittel, die da eingesetzt werden, sind sehr interessant, aber es ist eigentlich nur ein Western. Also klassische Prinzessin-Prinz-Western-Story. Da deswegen. Am Anfang wurde George Lucas ja auch ein bisschen verhöhnt, als er dann Milliardär war, wurde es ein bisschen leiser. Nicht ganz zu Unrecht, aber das ist auch was das Volk verlangt, das hat er ihm gegeben. Sonst wäre es gar nicht so erfolgreich gewesen wahrscheinlich. Naja, ich finde es interessant, weil sind da viele Sehnsuchtsmomente drin in dieser ganzen. Es ist ja eine simple Geschichte, aber es ist tatsächlich vom Ansatz intelligent gemacht und tatsächlich ist Logan's Run viel zu kompliziert und viel zu dystopisch. So, nächstes Bild. So, hier haben wir nochmal einen Hund. Ich mache irgendwie aus dem Hund eine freundliche Runde. Der Hund trägt tatsächlich ein Handy in der Hand, im Maul, nicht im Kern, im Maul und sucht die Musik aus für die Person, die glücklich am Strand steht. Die ein bisschen zu lange in der Sonne war. Ja, das ist wahrscheinlich ein Engländer. Ich bin ja Halbengländer, ich bin auch super empfindlich in der Sonne. Ich baue da wahrscheinlich auch so ein bisschen meine eigene Stranderfahrung mit ein. Tatsächlich ist es so. Ich gehe gerne an den Strand, aber ich halte es nicht lange aus. Dank meiner keltischen Vorfahren wahrscheinlich. Let them eat cake, das ist ja das gute alte Zitat. Wenn sie kein Brot essen, dann lassen sie ja Kuchen fressen. Finde ich immer wieder toll, um es einzusetzen. Ich mag manchmal Symbole oder Zitate, Filmzitate, Geschichtszitate in meinen Bildern immer wieder aufleuchten. Finde ich ganz gut. Genau. Ja, es ist auch. Wenn ich die Arbeit so sehe, gerade im Kontext dieses Zitats, ist natürlich auch eine gewisse Gesellschaftskritik dabei. Ich glaube, das kann man vielleicht so schon, ja, oder ist es übertrieben gesagt? Die Gesellschaftskritik ist immer schwierig, weil wir sind ja auch Teil der Gesellschaft. Also ja, natürlich, aber. Selber, aber natürlich, ich teile manchmal Sachen mit, die ich beobachte. So sehe ich es. Ich sehe mich ja eher als Beobachter und vielleicht manchmal natürlich auch als Kritiker von bestimmten gesellschaftlichen Zusammenhängen. Ja, es ist ja auch so ein bisschen am Strand sein, mit dem Hund und Musik hören und Freizeit genießen.
was jetzt natürlich innerhalb des letzten Jahres sehr, sehr reduziert war. Sehr reduziert, ja, das stimmt. Aber nichtsdestoweniger haben wir trotzdem noch die Torte auf dem Teller, das darf man nicht vergessen. Sehr schön.